Ein jeder, aber wirklich jeder von euch kennt das Problem skeptischer Zuschauer bei einem Zaubertrick. Wir zeigen einen Kartentrick, der Zuschauer soll irgendwann Stopp sagen, sich dadurch eine Karte auswählen. Sagen wir, das tut er hier, Pik 2 in dem Fall. Wir verlieren die Karte im Kartenspiel und wir machen eine magische Bewegung über das Deck und schnippen unseren Finger und der Pik 2 springt nach oben. Und wenn ihr jetzt einen skeptischen Zuschauer habt, dann sagt er: Ich weiß ganz genau, wie du das gemacht hast. Du hast geschummelt. Du hast irgendwo den kleinen Finger dazwischen gehabt. Ich weiß das. Ich gucke Internet-Tutorials. Und in dem Moment sagt ihr Folgendes: Okay, du hast mich erwischt. Ich habe geschummelt. Ist zwar bei Zauberei immer so, aber okay. Schau ganz genau hin. Und wenn du das jetzt durchschaust, dann lass ich sein mit den Tricks. Aber wenn du das jetzt nicht durchschaust, dann halt deine Fresse. Und ihr tut Folgendes. Ihr sagt ihm: Ich habe Folgendes getan. Ich habe die oberste Karte zur Seite geschoben, meinen kleinen Finger drunter gehabt und der Zuschauer wird euch unterbrechen. Aha, Pinky Break. Und dann werdet ihr sagen: Okay, ich habe es mit einem Kenner zu tun, alles klar. Ich hatte deine Karte hier draufgelegt. Ich hatte dieses Doppel nach vorne geschoben und deine Karte zurückgezogen, sodass es dann vom Winkel her so aussah, als hätte ich deine Karte genommen. Eigentlich war es aber eine völlig andere Karte. Und diese völlig andere Karte, die habe ich ins Kartenspiel geschoben und nicht deine. Und der Zuschauer wird sagen: Okay. Da muss meine Karte ja oben drauf liegen. Und ihr sagt: Du solltest doch ganz genau hinschauen. Deine Karte lag doch hier. Und der Zuschauer ist verwirrt, er weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und ihr habt die Wette gewonnen. Er muss seinen Mund halten. Und wie ihr das Ganze nachmachen könnt, das erkläre ich euch jetzt. Kartendeck ist selbstverständlich in der Videobeschreibung verlinkt, das ist das Monarchs-Deck in Rot. Und dieser Trick bekommt von mir auf meiner Schwierigkeitsskala eine 4 von 10. Übt das Ganze fleißig, dann ist das ein richtig cooler Trick. Das ist jetzt natürlich nur eine von vielen Methoden, die man anwenden kann, wenn man skeptische Zuschauer hat. Da oben in der Infokarte verlinke ich euch ein ganzes Video zu dem Thema. Aber jetzt wollt ihr wissen, wie das Ganze geht und ich erkläre es euch. Wir starten mit einer Bluff-Pass-Methode. Das habe ich schon mal im Video gemacht, wenn ihr euch damit genauer beschäftigen wollt. Das ist aber eine coole Art und Weise, die Zuschauerkarte an zweite Stelle zu kriegen. Aber wir nehmen mal die Pik 2 wie im Trick. An zweiter Stelle liegt die Karte, die der Zuschauer auswählen wird. Und da bleibt sie auch. Ihr dribbelt das Deck so in eure Hand und geht bis zur letzten Karte. Das Ganze macht ihr schnell, dass der Zuschauer nicht sieht, dass es nur eine Karte ist. Und ihr haltet diese eine Karte so, als wäre es ein ganzes Pack. Also nicht hier so ganz flach, sondern so, als wäre es ein ganzes Pack. Und das gesamte Deck in eurer linken Hand verschiebt ihr nach unten in eurer Hand, sodass es so aussieht, als wären es jetzt weniger Karten geworden. Wisst ihr, was ich meine? So, ganzes Deck. Und so wirkt es nur noch wie ein halbes Deck. Ihr dribbelt also ab, geht bis zu der obersten Karte hier und verschiebt das Deck hier nach unten. Jetzt denkt der Zuschauer, er hätte irgendwo mitten im Deck Stopp gesagt. Ihr dreht das Ganze schnell um, ja, nicht langsam, sonst sieht er hier das ganze Deck. Schnell umdrehen, den Zuschauer seine Karte zeigen, zurückdrehen. Und diese Karte hier legen wir hier jetzt oben drauf, als wäre es ein ganzes Pack. Der Zuschauer sieht es ja vom Winkel her natürlich ungefähr so. Ihr geht jetzt zum Deck und da eure Fingerspitzen hier überschauen, könnt ihr euch direkt ein paar Karten schnappen und diese abdribbeln. Ihr habt jetzt also hier die eine Karte, ihr geht zum Deck, packt euch ganz schnell ein paar Karten und dribbelt diese ab. Und dann schnell sieht das Ganze dann so aus. Der Zuschauer sagt Stopp und egal wo er Stopp sagt, ihr geht bis zur letzten Karte. Ihr zeigt ihm seine Karte, okay, Pik 2 in diesem Fall. Wir gehen hier hin, dribbeln ein paar Karten ab. Und der Zuschauer denkt, seine Karte wäre mitten im Deck verloren. Dabei liegt sie eigentlich an zweiter Stelle. Als ich das Deck jetzt umgedreht und eine magische Bewegung gemacht habe, habe ich einen Pinky Count gemacht. Zack, und hat den obersten zwei Karten und mir dadurch einen Pinky Break geholt. Wenn ihr den noch nicht beherrscht, Infokarte da oben. Das habe ich aber auch nur gemacht, um einen noch überzeugenderen Double Lift hinzukriegen. Wenn ihr natürlich schon einen perfekten Push auf Double Lift schafft, ist das natürlich das Beste, was ihr machen könnt, ja? Meiner sieht nur manchmal noch ein bisschen unnatürlich aus, ich übe noch. Manchmal verrutschen mir hier die beiden Karten, seht ihr? Hat wer Tipps für mich? Ab in die Kommentare damit. Auf jeden Fall machen wir jetzt einen Double Lift. Ich mache das noch so, dass ich am Ende einmal kurz flicke. So sieht es noch eher nach einer Karte aus. Und jetzt kommt ja der Punkt, an dem ihr dem skeptischen Zuschauer zeigen wollt, dass ihr es drauf habt. Ihr schnappt euch diese Karten hier, als wäre es eine Karte, es sind natürlich zwei, also Vorsicht, dass die euch nicht verrutschen. Ihr sagt ihm, okay, ich habe die oberste Karte zur Seite geschoben, meinen kleinen Finger drunter gehabt, so einen Pinky Break. Und jetzt fällt mir gerade ein, ich habe übrigens vorgestern meinen Draw My Life hochgeladen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, Infokarte da oben, verlinke ich euch auch nochmal eine Endcard. Ihr habt hier euren Pinky Break, ihr legt diese beiden Karten hier oben drauf, als wäre es eine und sagt, ihr hättet hier jetzt ein Doppel, aber eigentlich habt ihr hier ja ein Triple. Ihr sagt, ihr hättet dieses Doppel jetzt nach vorne verschoben, verschiebt dabei das gesamte Triple und hättet die oberste Karte zurückgezogen. Vorsicht, dass ihr dabei jetzt nicht hier diese beiden Karten flasht. Was ihr dagegen machen könnt, ist hier zwischen Daumen, Mittel und Ringfinger richtig schön Druck aufbauen, mit ganz viel Kraft das Ganze halten, weil dann bleiben diese beiden Karten hier zusammen. Jetzt sagt ihr, ihr hättet einen Second Deal gemacht. Also ihr sagt, ihr hättet nicht die oberste, sondern die zweite Karte genommen. Ihr nehmt jetzt diese zwei Karten hier, das sind natürlich zwei, als wäre es eine, zeigt ihr dem Zuschauer,
steckt sie jetzt in das Kartenspiel hinein und jetzt kommt eigentlich auch schon der letzte tricky Punkt. Hier liegen jetzt zwei Karten. Die obere ist die Karte des Zuschauers. Ihr schiebt jetzt unter der Hand diese Karte hier in Richtung Deck und bewegt sie mit dem linken Zeigefinger zu Ende in das Deck hinein. Und von oben kann der Zuschauer das nicht sehen, wenn ihr es im passenden Winkel zeigt. Ja? Ich schiebe die hier gerade runter, seht ihr das? Dann natürlich aufpassen, ein falscher Winkel flasht das Ganze natürlich, ja? So, das wollt ihr nicht. So, und jetzt ist der Trick eigentlich auch schon gelaufen. Der Zuschauer denkt, hier oben liegt seine Karte, da liegt sie aber nicht, sie liegt nämlich hier. Und ihr habt das Ganze gewonnen. Und diese Bluff-Pass-Methode, die ich am Anfang des Tricks angewendet habe, verlinke ich euch nochmal in der Infokarte da oben. Das war mein Tutorial zu diesem Kartentrick. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich hatte letzte Woche außerdem ein Musikrätsel, das ich noch auflösen muss. Das ist natürlich Titanium von David Guetta featuring Sia und das Ganze hat als erstes dieser User hier richtig erraten. Und ich habe natürlich ein neues Musikrätsel für euch wieder im A Cappella-Style. Wie heißt dieses Lied und von welchen Interpreten wurde es interpretiert? Ja. Danke, dass ihr heute mit dabei wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mich doch gerne mit dem Daumen nach oben wissen. Ansonsten verlinke ich euch mein Draw My Life unten links von mir. Und unten rechts von mir gibt es sonst einen weiteren sehr coolen Kartentrick. Auf der Seite fliegt ein Abo-Button, auf der Seite könnt ihr meine Social Media auschecken und mir da folgen, damit KS-Freak mich nicht auslacht. Und wir sehen uns dann